Herzlich willkommen zu 1000 BSTV vom großen Retro-Vergleichstest in der wunderbaren Steiermark. Und wir haben da, man hört eh schon den Fauli, den großen Bollywood-Star in seinem alten Leben. Den hört man schon. Bollywood. Wir haben da die Royal Enfield Himalayan. Himalayan. Fauli, mein großer Bollywood-Star. Jetzt haben wir da wirklich was Arges ausgefasst. Ich glaube, zu diesem Retro-Vergleichstest hätte ja auch noch für sich kommen sollen, also ein Interceptor oder so. Die hat Royal Enfield aber leider nicht liefern können. Jetzt haben sie uns diese Himalayan geliefert. Und ich bin ja. Entschuldigung. Göttlich, ja, ist ich göttlich. Heiliger Mann. Ich bin halt ein Bollywood-Star. Ja, ja. Und jetzt war ich natürlich, jetzt bin ich extrem froh, weil mich hat das wirklich interessiert. Das hat, glaube ich, interessiert relativ viele Leute, was das eigentlich ist, diese Royal Enfield Himalayan. Und jetzt, wo wir es gefahren sind, muss ich sagen, es ist wirklich. Es ist echt was Außergewöhnliches. Ja, und es ist einfach gemütlich, oder? Also ich glaube, das ist das Wort, das passt. Einfach mal. Ja, aber bitte, du wolltest noch. Und ich glaube aber durchaus, dass man, also so wie das jetzt da steht, ist auf alle Fälle kein modernes Retro-Bike. Das ist das nicht, sondern das ist irgendwie, das steht so da wie irgendwas, was schon lang bauen. Ich weiß nicht, ich glaube, sie bauen es noch nicht lang, das dürfte doch was Neues sein. Ja, aber es hat eher den Eindruck, dass es könnte aus den 80er Jahren sein, zum Beispiel. Könnte schon sein, aber das finde ich gerade extrem leiwand. Also man könnte im Vergleich zu den anderen Retro-Bikes dieses Bike jetzt sowas von runter machen, weil da ja einfach alles natürlich schlechter ist, aber es ist auch anders. Ja, es ist ja so eine eher Enduro-Geschichte. Ja. Es hat nicht viel Macht. Und entschuldigt bitte, dass ich jetzt bei diesem Motorrad nicht so arg auf die technischen Details eingehe. Aber die Leistung interessiert mich schon. 24,5 PS bei 6,5. Ich glaube 31 oder 32 Newtonmeter bei 4000 Umdrehungen. Okay, das habe ich dann richtig gespürt. Und das hast du richtig gespürt. Und 182 Kilo hat es fahrfertig. Aber ich brauche da nicht großartig. Das nehmen wir dann in das Motorrad. Und in das Motorrad, die müssen nicht alle da tupper können wie andere den Motorrad. Und dann in das Motorrad mit einem Track gebunden einfach am Himalaya funktionieren. Und am Himalaya, glaube ich, funktioniert es auch. Weil da ist nicht viel dran, was jetzt großmächtig kaputt gehen könnte, sondern das ist Leihwand. Was mich total von den Socken haut eigentlich, weil ich meine, wenn ich das jetzt anschaue, das ist so ein echter Blechtank, ganz Leihwand, ganz mächtiger Rahmen, dann habe ich alles, was ich meine, ja, diese Bügel, wenn ich mir das so anschaue, dann bin ich wirklich relativ weit, taucht es mir zurück, also etliche Jahrzehnte taucht es mir zurück und dann sehe ich diese ganz argen Armaturen. Da ist ja, glaube ich, sogar ein Kompass drinnen, Kompass, oder? Das ist ein digitaler Kompass, also analog die Geschwindigkeit, Drehzahlmesser, na gut, der steht auf einmal irgendwie an. Ich habe mir schon gedacht, okay, ich bin im Begrenzer, man merkt es ja gar nicht so reg, dann muss man halt schalten, wuchtet er sich wieder rauf. Ja. Aber genau, digitaler Kompass. Und ich meine, ja, das ist jetzt nichts super hyper modernes, aber man merkt schon, dass das nichts Schlechtes ist. Jetzt irgendwie die Markise runtergehauen. Ja, aber Falle, was da, ich meine, das wollte ich noch unbedingt wissen, ist es ein 19 oder 21 Zoll Vorderrad? Das ist ein 21. Ja. 90, 90, 21 und hinten haben wir eine lustige Dimension, nämlich 120, 90, 17. Das haben andere Motorräder Wahnsinn. Eigentlich als Vorderrad. Ja. Also es ist ein 90er Querschnitt, aber trotzdem ein 120er Hinterrad. Erst, aber es reicht. Und wir sind gefahren und du kommst auch dann mit sowas einfach mit, bergab sowieso. Ja. Nur, was man schon leider sagen muss,
große Rüge, die Bremse, die vordere ist ein Wahnsinn, ne? Kaum vorhanden. Also die vordere ist echtes Bollywood. Das ist echtes Bollywood. Ich wäre gern Hollywood, bin aber Bollywood. Also die kann gar nichts, sage ich mal. Ja. Da musst du ja voll reinzangeln. Ja. Aber vielleicht sind wir auch einfach verwöhnt. Und wenn man es weiß, geht es ja trotzdem. Und da muss man ja eh nicht viel bremsen. Lasst man sich einfach rein und man kann eben auch ins Gelände damit, weil die Radeldimensionen, das Gewicht, ja. Also ja, Himalaya, der Himalaya ruft. Ja, da fällt mir noch ein, Tom Pettings Herzattacken. Kennst du es noch? Heart Attack? Nein. Tom Pettings Herzattacken bis zum Himalaya möchte ich mit dir gehen. Was der hat Tom Petting geheißen. Ja, echter Austropop-Hit. Ja. Und das, glaube ich, das kann sie wirklich. Die fährt auf so einen indischen Boss auf 6000 Meter ohne Probleme. Ja, na, da haben sie, glaube ich, auch eine, also Präsentation war es, glaube ich, nicht, aber die fährt da oben halt. Also mit der fährst auf dem Himalaya, weil dort oben fahren sie auch mit den normalen Royal Enfields herum. Ja, die haben dort ja jetzt nicht viel anderes und nicht viele Möglichkeiten, aber dafür ist sie gemacht und ich glaube, ein Wort dafür robust. Also ich glaube, dass das ganz arg robust ist. Wir sind ja jetzt nicht ewig lang gefahren, aber ich glaube, dass das einfach ewig lang fahren kann. Ja. Und was noch war, Faule, das muss ich wirklich sagen, weil ich bin am Anfang auch gedacht, no, das wird vielleicht ein bisschen ernst werden, aber das ist, wenn du dieses 21 Zoll Fahrradl hat natürlich ein bisschen ein anderes Einlenkverhalten, aber dann ist es wahnsinnig schön durch die Kurven zu zirkeln gewesen eigentlich. Ich finde auch, also die fühlt sich sehr leicht an, also 182 Kilo vollgetankt, passt, aber sie wirkt auch sehr niedrig, ich weiß jetzt nicht wie viel, aber die Sitzhöhe ist für so ein Enduro auch sehr angenehm, also nicht hoch und ja, also mir hat es auch viel Spaß gemacht, lässt sich einfach angenehm fahren, wie gesagt, man darf jetzt nichts erwarten in Richtung Sport oder so, aber wenn man das sozusagen abgehakt hat, dass man mit sowas halt nicht unbedingt dann am Rennen teilnehmen kann oder sollte, na dann passt das. Ja. Super. Du Faule, was jetzt super wäre, vielleicht kannst du mir die Juliane schicken. Die Juliane, die hätte mich interessieren. Aber vergiss nicht, du musst zum Schluss nochmal kommen, wir müssen einen Bollywood-Abschied machen. Servus, da haben wir jetzt was Ordentliches, oder? Wie hat diese Maschine auf dich gewirkt? Ja, also man sollte nicht von was richtig Aggressivem direkt auf die umsteigen. aber also jetzt, wenn man es erstmal optisch anschaut, ich glaube, das ist wirklich ein Hingucker. Also ich glaube, wenn du damit am Großglockner oben stehst, dann ziehst du einige Leute an, die dich darauf anquatschen. Also ich finde, die ist sehr authentisch und sehr, schaut wirklich... Ja, sehr retro aus und ist ja so eine Mischung aus Offroad und Onroad, auch mit diesen Stollenreifen kann man auch mal so Gravel, Kies und so fahren, also ja, es soll ja auch so eine Art Weltreisemotorrad sein. Stelle ich mir ultra witzig vor. Ich hätte mal Lust, so eine längere Etappe, einfach so Gepäck hinten drauf und Zelt und dann einfach mal so durch eine Wüste oder so. Ja, aber das kann man vielleicht einrichten. Also durch eine Wüste wird es vielleicht schwerer, aber so durch Mongolei. Ja. Wirklich? Warst du schon in der Mongolei? Ja. Stelle ich mir schön vor. Also ist mir jetzt gerade so spontan in den Sinn gekommen, oder wie wäre es mit Afrika? Wahnsinn. Namibia, das wäre doch was. Na gut, Juliane. Aber auf alle Fälle hat es dir gefallen? Ja, also mir hat schon die Power gefehlt. Ich bin ehrlich und ich stehe schon auf ein bisschen mehr Pferdestärken, aber es hat was für sich und bergab, wo es dann natürlich ein bisschen zügiger wurde, da hat man dann schon gemerkt, dass ein bisschen Bremskraft mehr schon ganz okay wäre, aber... Ansonsten ist es durchaus auf jeden Fall ein Hingucker und einfach eine Herausforderung. Ich finde, es muss nicht alles immer so perfekt sein. Ich finde, es ist dann irgendwie eine Herausforderung und wenn man damit gut umgehen kann und das gut fährt, dann ist es umso mehr etwas, wo man sich irgendwie beweisen kann. Also, und ein bisschen abhebt von der Masse. Genau, so ist es. Ja. Juliane, hat mich sehr gefreut. Ich glaube, jetzt brauche ich nur den Horvath. Horvath, servus. Horvath, was sagst du zur Royal Enfield? Himalayan. Ja, ist ein bisschen anders als die Bikes, die wir heute gefahren sind. Aber hat
durchaus seine Daseinsberechtigung. Also klar, es geht nicht viel voran, viel Leistung haben wir nicht. Die Bremse ist wirklich viel zu schlapp. Ich nehme an, das haben die anderen eh schon gesagt. Ja. Aber sonst ist schon irgendwie doch auch lustig. Ja. Weil man hat auch den digitalen Kompass da. Das ist auch, ja, wo hast du das schon? Und auch so, wie es da steht. Ich meine, da haben wir diese Bügel von Werk ab verbaut. Hinten den Halter. Das macht schon auf Abenteuer. Also damit durch eine Wüste oder so. Könnte schon lustig sein. Ja. Und überrascht war ich, dass Vergaser ist. Dass es noch Vergasermotorräder gibt, wusste ich nicht. Ja. Habe gedacht, das ist alles schon eingestellt. Aber ja, so wie es da steht, durchaus retro, durch die Technik allein. Aber ja. Bist du sicher, dass es ein Vergasermotorrad ist? Naja, wenn man Joke, also habe ich es schwer angenommen. Ja, aber es gibt schon Einspritzungen auch mit einem Joke. Da müssen wir kurz den Fauli nachfragen. Ja. Fauli, ist es ein Einspritzer oder Vergaser? Eben. Nein, es ist schon eine Einspritzung. Es gibt also die Einspritzungen, die noch nicht, ja, sonst kriege ich ja nicht Euro 4, kann ich es nicht anmelden mit einem Vergaser. Aber es hat früher auch, wie die ersten Einspritzungen gekommen sind, deswegen hat mich das mit dem Joke nicht so schockiert. Das ist einfach eine Leerlauferhöhung. Aber super. Dir ist das aufgefallen. Habe ich heute was dazugelernt in der Steiermark. Und gut, dass wir den Fauli haben, nicht? Geschlecht, das ist ein Vergaser. Ja, und jetzt, Horvath, kann ich sagen, jetzt habe ich wieder was dazugelernt. Und wie mit einem Vergaser Euro 4 da boxt, ist mir unerklärlich. Wir haben jetzt so diskutiert, ob das jetzt Euro 4 hat oder nicht. Aber ich glaube halt, es muss Euro 4 haben, sonst könnte es ja nicht anmelden. Mit einem Vergaser könnte es relativ schwierig sein. Andererseits hat der Motor so wenig Leistung, dass vielleicht auch relativ wenig Abgase rausfahren. Ich kann es wirklich nicht sagen. Aber so jetzt hat alles, was wir bis jetzt gesagt haben, abgesehen davon, dass dir das mit dem Vergaser richtig aufgefallen ist. Es ist ein eigenartiges Fahrzeug zum Fahren, aber es hat eine echte Berechtigung. Und für mich hat es einen echten Coolness-Faktor, wenn du mit sowas immer dumm fährst. Ja, das schon. Also du hast sicherlich angeschaut. Ich meine, ich weiß nicht, ob meinen Freunden das so gefallen wird, wenn ich jetzt mit sowas daherkomme. Ja. Aber ich denke, für die richtige Zielgruppe wird das urcool sein. Horvath, ich bedanke mich ganz herzlich. Okay. Und du hast mich aufgeklärt. Viechdoktor, ich meine, da haben wir echt noch ganz was richtig Spezielles zum Schluss noch. Das Beste die kommt Royal Enfield Himalayan. Wie bist du zurechtgekommen damit? Ja, hervorragend. Na, ich finde, das hat auch seine Berechtigung. In der Mongolei Milch holen fahren ist mit dem sicher perfekt. Ich meine, da kannst du wirklich, ist noch Vergaser, wie wir jetzt wissen. Du kannst noch alles selber reparieren, wenn einmal was ist. Hat durchaus seine Berechtigung. Ist jetzt natürlich, darf man es nicht mit den anderen Tests, mit den anderen Testmotorrädern vergleichen. Das ist ja quasi ganz eine eigene Abteilung. Und ich meine, zu Fahrwerk und Fahreigenschaften will ich jetzt gar nicht groß was sagen, das wäre unfair, aber es ist, wie gesagt, wenn du heute irgendwo im Abseits deine Runden drehen willst und einfach weißt, okay, ich habe da jetzt, bin mehr auf mich selber gestellt und was ich immer super finde bei so einem Motorrad jetzt drehen, finde halt ich, es entschleunigt dich einfach extrem im Hirn und du wirst einfach, du rollst so dahin und die Welt ist gut und alles gut. Super. Tommy, ich danke dir sehr. Alles Gute. So, und jetzt telefoniert der Nils schon wieder. Das ist ein Wahnsinn. Das ist so, diese Tests hätten wir runtergezogen, ich glaube, in 2 Stunden. Ich spring kurz ein. Bis zum Himalaya. Möchte mit dir gehen. Nils. Ja, Zonko. Du, Himalaya, der krönende Abschluss. Ja. Wie hast du es erlebt? Habe ich erlebt, wie ein bisschen ein Flashback. Wir machen ja manchmal auch so Gebrauchtmotorradtests von so ein bisschen in die Tage gekommenen Reise-Enduros und älteren Motorrädern. Und da wird sich die Royal Enfield Himalayan da ganz gut wiederfinden. Und jetzt muss ich sagen, das ist wahrscheinlich das ehrlichste all dieser Motorräder, weil das ist das einzige echte Retro-Projekt. Das war schon Retro, da haben die anderen nicht mehr gewusst, wie man Motorradl schreibt. Weil, weiß nicht, Royal Enfield ist ja auch eine der ältesten Motorradmarken, glaube ich. Also echt eine ehrliche Marke. Und wenn man dann oben sitzt,
wenn man dann umsitzt, hat man taugt, ist ein sehr stabiles Fahrverhalten. Also du hast ein hohes Maß an Stabilität, hast dadurch viel Vertrauen in den Kurven, ist dadurch durchaus ein Motorrad, was ich nicht so versierten Motorradfahrern auch ans Herz legen kann. Das Handling ist dann wahrscheinlich, ist jetzt nicht so phänomenal. Dadurch, ja, hat man aber trotzdem Vertrauen in das Motorrad. Und klar, es ist der Motor ein bisschen müde. Das hat mich jetzt aber nicht so gestört. Natürlich die lasche Bremse, wenn eh schon alle beschwert haben, oder? Ja, lasche Bremse, ja, hat jeder gesagt. Das ist natürlich schon ein bisschen eine Herausforderung, weil wenn es dann einmal bergab geht, könnte man es fliegen lassen, aber ist dann nicht so gesund. Also die lasche Bremse ist das einzig echte, was ich sage, das taugt mir jetzt nicht. Aber mit dem Motor komme ich klar. Ich komme mit der rustikalen Optik gut klar. Es ist ein echtes Abenteuer, Motorrad. Und man muss sich dann am Ende des Tages eigentlich entscheiden. Ich schaue in die Gebrauchpreise rein und sage, okay, ich kaufe um den Preis irgendeine ziemlich alte XD oder vielleicht eine Transalp oder ich kaufe mir eine neue Royal Enfield. Das ist so wahrscheinlich ein bisschen eine Geschmackssache, was einem da mehr taugt. Aber sie kann, das ist genau so, wie sie aussieht, genau das hält sie, dieses Versprechen. Es ist ein rustikales Abenteuermotorrad, ein ehrliches Motorrad, mit dem man wahrscheinlich viele tolle Abenteuer erleben kann und wo man im Sattel sagt, okay, das ist halt jetzt nicht die Weltklasse-Maschine, aber es ist ein Motorrad, mit dem man glücklich ist und Spaß hat. Also passt super. Ja, und verstehst du das, dass das jetzt, das ist ja im Netz, taucht das immer wieder auf und ich habe halt mitgekriegt, da gibt es wirklich ein großes Interesse. Da gibt es wirklich Interesse, die Leute wollen wissen, wie das fährt, was das kann. Ist das für dich nachvollziehbar oder denkst du, oder wundert dich das? Ja, ich muss sagen, es sind die Motorradfahrer, wahrscheinlich so, dass sie ein bisschen die Schnauze voll haben von viel Marketing-Gedöns. Jetzt sind sehr viele Motorradmarken und Modellreihen und Modellgruppen super perfekt klinisch gestaltet und am Reißbrett entwickelt worden. Und die wollen halt einfach irgendwas, was Ehrliches. Und für solche Leute, die dieses Marketing-Gedöns halt durchschauen, ist das halt das einzig Wahre. Weil wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es eine Marketingabteilung gibt bei Royal Enfield, ich kann es da nicht sagen. Aber das ist wie es ist, ohne Prospekt. Und jetzt hat die Marke wahrscheinlich durchaus eine Zukunft auch mit dem neuen Zweizylinder. Also auf die Modelle sind wir echt schon gespannt und am Ende ist dann halt immer auch noch dieses Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist halt schon, weil wenn du schaust, was die Gebrauchten kosten, ist ein Vermögen. Also ich kann das nachvollziehen, dass es Leute gibt, die das interessiert und gibt ja andere Marken auch. Ich weiß nicht, Benelli ist durchaus jetzt Leute, die das interessiert. SWM wird immer wieder angefragt. Das sind halt preislich attraktive Motorräder, wo Interesse da ist. Ja. Ja. Perfekt. Nils, ich bedanke mich ganz herzlich. Bitte schick mir noch den Faule für den Bollywood-Abschluss. Weil Bollywood, der Faule. Gesungen? Nein, das ist ein Wahnsinn. Bollywood. Der Faule ist ein alter Bollywood-Star. Bollywood! Das müssen wir jetzt noch sagen. Der Christian von KSR hat uns geschrieben, es hat einen Einspritzer. Horvath, es ist tatsächlich ein Einspritzer. Seien wir beide beruhigt. Einspritzer, Euro 4, perfekt. Und Fauli, ich meine, packen wir jetzt noch einmal so einen Bollywood? Schaffen wir schon noch, ja. Bitte. Himalayan! Himalayan! Ihr könnt es ja schon ausbinden. Ja. Könnt ihr abschalten. Tschüssi!